Man könnte sagen, es ist überwältigend. Die Vegetation galoppiert. Die Masse an Nahrung, die um uns herum entsteht, nimmt unentwegt zu. Von Gramm zu Tonne, von Quäntchen zu Packen, von Unze zu Schiffslast im Stundentakt. Welche Blätter und Stängel von nun an ihre Mahlzeiten ergänzen sollten. Bärlauch und Waldmeister, sagte die Maus, seien ideal, um ihre mit der Zeit etwas eintönig gewordene Kost in aromareiche Delikatessen zu verwandeln. John zeigte sich beeindruckt, ob der Vielfalt der Geschmacksstoffe in der Natur, und wunderte sich, weshalb Pflanzen so großzügig und gütig sind, sich als Köstlichkeiten für andere Lebewesen zu präsentieren. Eigentlich sind sie nicht wirklich großzügig, sondern clever. In aller Regel sind ihre Duft- und Geschmacksaromen nämlich Tricks zu ihrem eigenen Vorteil. Es ist ja so, dass weder Apfel noch Birne oder Pflaume und Kirsche, Johannisbeere oder Schlehen in der Lage sind, sich selbst fortzubewegen. Dennoch müssen sie dafür sorgen, dass ihre Samen möglichst weit verbreitet werden. Und irgendwann, im Laufe der Weltalter, sind sie auf die Idee gekommen, neben dem Wind auch Tiere, also Wesen, die sich fortbewegen, als Transportmittel zu nutzen. Sie bieten Köstlichkeiten an, denen die Beweglichen nicht widerstehen können. John war das durchaus bekannt. Ihn verwunderte vielmehr, dass dieses Prinzip weder bei Bärlauch noch bei Waldmeister oder anderen Kräutern von Nutzen ist. Ganz im Gegenteil. Bei ihnen werden nicht die Früchte verzehrt, sondern ihre Blätter. Ein großer Nachteil. Geschmacks- und Aromastoffe in Kräutern dienen der Abschreckung. Scheint in unserem Fall aber nicht besonders gut zu funktionieren. Abschreckung lebensgefährlicher Feinde, John. Richtig ernst wird es nämlich erst, wenn Heerscharen von Insekten über die Kräuter herfallen und katastrophale Kahlschläge anrichten. Insekten tauchen mitunter zu Millionen auf. Also konzentrieren die Pflanzen sich auf die Abwehr und Vergiftung solcher Feinde. Der unmittelbare Wechsel von Geschmacks- und Aroma zu Giftstoffen in dieser Geschichte irritierte John. Er hatte gelernt, dass Gifte so gut wie immer ungenießbar sind, damit die Fressfeinde gleich wissen, dass sie besser die Mäuler davon lassen. Kräuter würden aber gut schmecken und hätten, statt giftig zu sein, nicht selten sogar heilende Wirkung. Zu einer eindeutigen Abgrenzung zwischen Abwehr, Gift und Heilstoff kamen wir nicht. Es stellte sich im Verlauf unserer Unterhaltung nämlich heraus, dass im Leben, im Universum und in allem alles giftig sein kann oder heilsam. Es kommt wahrscheinlich allein auf die Dosierung an.